Na Leute, seid ihr wieder recht geil auf einen neuen Zelda-Part oder was auch immer? Ihr freut euch bestimmt wie ein Schnitzel, genauso wie ich. Und Moment, wo sind wir denn hier eigentlich? Es ist der Wald von Firone, aber wir sind an einem Ort, wo wir noch nie zuvor hingekommen sind. Wir sind auf dem Weg zum Heiligen Hain, wo sich das legendäre Master Schwert befinden soll. Die einzige Waffe, die es möglich macht, den Fluch von Link zu nehmen. Und ja, wir konnten hier auch nochmal den Goldenen Wolf rufen und das mit der Katzin hier mit Zelda, das war auch so krass, sie hat sich geopfert, um mit einer ihre Kraft zu geben, damit sie am Leben erhalten werden konnte. Ne? Also jetzt geht es eher wieder gut, jetzt kann sie ihre Kräfte wieder einsetzen, konnten uns schon hierher warpen und ja, das Affenmädchen, was wir aus dem Wald schon kennen, wurde von seltsamen, hölzernen Wesen angegriffen und die werden wir da drin noch zuhauf treffen. Das hat auch irgendwas zu bedeuten. Also ab in den Heiligen Hain. Wow. Also hier war ja sicher schon seit langer, langer Zeit kein Mensch mehr und... Moment mal. Schon wieder ein Stein? Aber wir haben den Wolf doch gerade erst gerufen. Was soll das? Moment mal, ist das nicht ein... Wow! Quattro Kill! Das ist doch ein Horror-Kit! Also jetzt kenne ich mich überhaupt nicht aus, was ist hier bitte los? Ein Horror-Kit im Heiligen Hain, wie kommt das denn hierher? Und ja, hier kommen jetzt natürlich ständig diese hölzerne Marionetten von oben runter, die uns angreifen. Weil das Horror-Kit die nämlich kontrolliert. Richtig fies! Und ihr seht schon, hier sind ein paar Wege blockiert. Und zwar ganz bewusst. Ne? Man sieht, hier ging es eigentlich durch, aber hier ist so eine Holzwand, die verschwindet aber nicht sofort. Da müssen wir immer erst ein bisschen was dafür tun. Mann, was wollt ihr denn? Die kommen jetzt hier ständig. Und vor allem, ihr seht schon, wir haben hier keine Minimap. Es gibt hier keine Karte. Ich höre ihn. Ja. Mit seiner komischen Trompete oder was immer er da bei sich hat, ruft er halt immer wieder neue Marionetten. Ja, ja. So, da ist er! So, jetzt ist es abgehauen. Wir müssen Horror-Kid jetzt durch den ganzen Hain verfolgen. Und immer versuchen, dass wir es auch wirklich erreichen und angreifen können und dann rennt es halt weiter zum nächsten Abschnitt. Und nur so kommen wir hier weiter. Das ist halt eine kleine, ja, Verfolgungsjagd. Die Marionetten sollen uns das nur ein bisschen erschweren. So, seht mal, jetzt ist hier zum Beispiel... Jetzt ist hier offen, vorhin war hier gerade noch zu.
Man kann sich ja eh daran orientieren, wenn man halt das Trompetenspiel vom Horror Kid hört, dann ist es in der Nähe. Ja, als nächstes geht's dann da lang. So, mal gucken, hier geht's rauf. Hier ist auch zu. Verdammt, wo steckt es bloß? Wo bist du, Horror Kid? Zeig dich! Ich will nicht mit dir spielen. Ich will doch gar nicht spielen. Ja, aber das Horror Kid will spielen. Das ist eine richtig coole... Achso, ja, hier geht's ja auch noch lang. Da muss es hier irgendwo sein. Ja? Ah, ne, plötzlich sind wir gekommen. Mensch. Ich sag ja, das ist ein bisschen labyrinthartig aufgebaut. Ne, aber da geht's doch lang. Ah, ich höre es. Es ist über uns. Es ist irgendwo da oben. Oder hier? Das muss doch irgendwo sein. Mann, was wollen die denn bloß von mir? Das sind ja voll die Stalker-Marionetten hier. Da oben ist es. Na warte, ich komme gleich zu dir. Ich muss ja wirklich versuchen, dass man sich immer von hinten anschleicht. Das dann angreift. So, komm her. Und zack! Wie es uns einfach nur natzen will, ne? Das ist Trolling Horror Kid for you. Wo ist es jetzt lang? Also es ist, genau, es ist hier offen. Also sag mal! Die sind wirklich ziemlich aufdringlich, diese Marionetten. Aber zum Glück sind die mit einem Mal kaputt. So, da ist immer noch zu. Da ist es auch zu, also jetzt geht's hier rauf. Aha, da oben ist es. Du entkommst mir nicht. So. Ich glaube, jetzt muss ich... Genau, jetzt müsste hier auch oben offen sein, oder? Mann, ey, die gehen mir auf die Nerven! Aua! Mistvieh! Scheißendreck Marionette, oh, hat mich einmal getroffen, ein Herzschaden, naja, was soll's? Hätte da nicht runterrutschen dürfen. So, ja, jetzt ist hier offen, jetzt ist der Weg hier frei. Sag mal... Können echt lästig werden. So, jetzt ist hier unten wieder der Weg frei. Also das ist, ich glaube, jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Jetzt sind wir gleich am Ziel. Ja, genau. Wir sind schon so gut wie da, Leute. Wir haben es fast geschafft. Wir sind gleich am anderen Ende. Ein letztes Mal müssen wir jetzt das Horror Kid nochmal erwischen. Und dann ist hier Schicht im Schacht. Jetzt ist es eindeutig sauer, weil jetzt hat es endlich geschnallt, dass wir nicht mit ihm spielen wollen. Boah, fies. Portet sich einfach mal weg. Also ich muss ja auch dazu sagen, in Twilight Princess sieht das Horror Kid so dermaßen hässlich aus. Das hat so ein ugly face, so richtig gruselig. Ja, und es verschwindet halt immer wieder gern. Jetzt müssen wir gucken. Immer wenn es versucht, dann halt neue zu rufen, können wir es angreifen. So, ich glaube jetzt noch einmal. Einmal noch treffen und das war's dann.
Hihihihi, fang mich doch. Oh, Leute, wir haben es endlich geschafft. Jetzt sind das Horror geht los geworden. Und jetzt hat sich hier eine Wand geöffnet. Ich sage, das ist voll der magische, mysteriöse Ort. Und hier ist noch so ein dicker, fetter Felsen. Wir können natürlich später auch noch als Mensch hierher und das dann wegsprengen. Da ist dann was Cooles drunter. Aber jetzt interessiert mich nur noch das Masterschwert. Wo ist das Ding? Ah, eine Lichtung. Mit... Was sind das denn hier für Ruinen? Äußerst mysteriösen. Oh, da hier noch zwei große Statuen. Cool gemacht hier. Geiles Design und... Ah, ich sehe schon. Das Masterschwert ist hinter dieser Tür, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Wir müssen jetzt nur noch mal ein allerletztes Rätsel lösen. Und das hat mit den zwei Statuen auch zu tun. Seht mal hier. Wir sind die, die über dieses Gebiet wachen. Führe uns zurück dahin, wo wir dereinst gestanden haben. Tust du das nicht, bleibt dir der Weg in den Heiligen Hain verschlossen. So, wir haben jetzt hier noch so ein... ja... ein Puzzle, könnte man fast sagen. Wir müssen beide Statuen wieder dahin schicken, wo sie gestanden haben. Also auf diese zwei markierten Flächen da. Und ich weiß nicht, es gibt bestimmt mehrere Lösungswege, aber ich habe eigentlich immer den einen genommen und mit dem hat es eigentlich auch immer ganz gut geklappt. Also fangen wir mal an. Du führtest uns zurück auf unseren rechten Platz. So mach dich nun bereit. Tritt ein in unser Heiligtum. Voll geil. Tja, das war's auch schon mit diesem Rätsel. Und nach so langer Zeit werden wir endlich wieder das legendäre Masterschwert in die Hand nehmen. Es ist jetzt gleich da vorne und das ist jetzt nochmal so eine Gänsehaut-Cutscene, also wenn gleich der Fluch gebrochen wird. Das wird so geil, ey. Endlich ein neues Schwert für uns, das haben wir uns verdient. Seht mal, da vorne ist es. Nach all der langen Zeit steckt es da immer noch im Stein. Und nur wir sind in der Lage, es auch rauszuziehen.
Das Schwert erkennt dich als seinen Meister an. Und dieses kleine Ding verfügte über die Magie, die dich gefesselt hielt. Das ist schon etwas ganz anderes als die Magie der Schatten, über die wir verfügen. Pass auf, wenn du den Klumpen berührst, wirst du wieder zum Tier. Dieses Ding ist so gefährlich, wir sollten es gleich hier vernichten. Oder, warte mal, solange wir das hier haben, können wir dich jederzeit in ein Tier verwandeln, oder? Außerdem ist es schließlich ein Geschenk von Santo. Wäre doch unhöflich, wenn wir es nicht bei Gelegenheit verwenden würden. Sag mir ganz einfach Bescheid, wenn du deine Gestalt wechseln willst. Ich erledige das dann für dich. Dadurch kann ich dich jetzt auch jederzeit warpen. Du musst nur die Wolfsgestalt annehmen, dann geht das ganz einfach. Und übrigens, Link, ich hätte da eine Bitte an dich. Hast du nicht Lust, mit mir zusammen den Schattenspiegel zu suchen? Er ist irgendwo in Hyrule. Weißt du, der Schattenspiegel ist womöglich der einzige Weg zu Zanto. Also, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, das war episch! Oh, das war die allergeilste Cutscene im Moment, ey, das ist so. Dieses Schwert. Erstens ist es so dermaßen lang. Also in Twilight Princess ist das Master Schwert richtig schön lang. Ein richtig schönes Langschwert. Sieht hammer, mega, super, ultra, giga geil aus. Jetzt in HD natürlich noch viel besser. Oh, und dann... Oh Gott, ich kann es nicht anders beschreiben. Das ist so... Das ist so hammer, so episch geil und so, so mega. Also, da... Wahnsinn! Und endlich gehört es uns für immer. Wir brauchen also quasi das Ordnungsschwert gar nicht mehr. Wir könnten es interessanterweise immer noch ausrüsten, wenn wir wollen, weil wir haben es hier immer noch hier oben. Hier ist immer noch das Ordnungsschwert. Aber wer verwendet denn jetzt noch das Ordnungsschwert? Jetzt haben wir das Masterschwert. Das legendäre Schwert des Helden aus alter Zeit. Böse Menschen können es nicht berühren. Verwende es mit B, mit A steckst du es weg. Und ich finde, das passt auch super in Kombination mit dem Hylia-Schild natürlich. Also das Ordnungsschwert, das ist absolut nutzlos jetzt geworden. Das brauchen wir überhaupt nie mehr wieder. Das Masterschwert ist auch, glaube ich, doppelt so stark. Ja, auf jeden Fall ist es stärker. Und es sieht auch so viel geiler aus. Also jetzt sieht Link eigentlich wirklich so aus wie der Held von damals. Das ist einfach nur... Boah, das ist einfach so Hammer. Schön mit passender Schwertschilder noch dazu. Zack. So, hier so. Das ist einfach nur geil. Das könnte ich jetzt stundenlang hier so machen, aber nee, wir müssen jetzt natürlich wieder zurück und das ist richtig super, was Mitten uns da gerade erklärt hat. Jetzt können wir uns endlich ab diesem Punkt im Spiel jederzeit warpen, wohin wir wollen. Wir müssen halt nur wieder ein Wolf werden und das können wir jetzt jederzeit hin und zurück. Hin und zurück. Wir können jetzt richtig frei hin und her wechseln, das ist richtig super. Und das werden wir auch noch brauchen, vor allem wegen den Geisterseelen brauchen wir diese Fähigkeit. So, aber diese Ruinen sind schon ein großes Geheimnis. So tief im Wald drin... Und da oben dieses Zeichen. Ja, wir werden später noch einmal hierher zurück müssen. Und dann... Warte mal, ich glaube, hier gab es immer noch ein Goldinsekt. Das weiß ich noch. Irgendwo hier. Ich höre es auch schon. Da oben. Da oben. Ich glaube, das war sogar eine Schnecke. Werde ich mir gleich mal schnappen. Ein weiteres Goldinsekt für mich. Komm gleich mal her. Hallo? Komm schon her. Ah, so. Hab ich dich. Wo bist du denn? Achso, da. Boah. Mensch, Link, tritt doch nicht drauf. Schnecke männlich gefangen. Der goldene Körper verrät jeden Sammler. Vor allem Schnecke männlich. Weiß doch jedes Kind, dass Schnecken Zwitter sind. Naja, ist egal. Hä, Moment mal. Ist das hier... Da ist eine Truhe, aber die ist schon offen total kaputt. Was war da wohl drin? Werden wir noch herausfinden. Irgendwann mal.
Also der Ort birgt noch ein sehr, sehr großes Geheimnis. Die jetzt das Original nicht kennen, möchte ich eben nicht zu viel verraten. Es ist noch ein sehr großes Geheimnis hier verborgen. Aber das geht erst... Wie Ernst Link manchmal guckt, sagt, ja, Mann, ich bin so schlecht drauf. Ich musste hier die ganze Zeit, musste hier so zu Fuß hin und naja. Nö, also, wie gesagt, irgendwann später müssen wir hier nochmal hin. Oder, warte mal, kann ich nicht eigentlich jetzt nochmal hier runtergehen? Ich glaube schon, oder? Ich gehe jetzt einfach nochmal hier runter. Ich kann nämlich jetzt gleich mal versuchen, hier den Felsen zu sprengen. Weil, wie gesagt, da drunter ist was. Bomben. Bomben, Bomben, Bomben. Natürlich, normale Bombe braucht ihr jetzt. Wasserbomben brauchen wir jetzt hier nicht so. Achtung. Eine weitere Geisterseele. So, und jetzt einfach mit Midna quatschen. Was ist los, Link? Zum Wolf werden. Gespür aktivieren und Attacke. Und nochmal. So, und jetzt Fangstoß. Du erhältst deine Geisterseele an, alle sehen, bis sie gegessen wird, ist auf dem Ausgangsbildschirm. Das ist unsere zweite. Sehr schön. Schon einmal noch eine Geisterseele mehr. Gibt ja insgesamt 60 Geisterseele im Spiel. Und ich glaube, hier konnte man sich doch noch reingraben. Das sieht ja hier so verdächtig aus. Genau. Das wird uns hier nochmal schön verdeutlicht. Das heißt, ich buddel mich mal hier hinein. Denn hier unten ist tatsächlich eine geheime Höhle. So, jetzt kann ich natürlich auch wieder sagen, zu Menschen werden. Das ist so super. Jetzt können wir das endlich mal frei bestimmen. Und wenn ich hier unten jetzt alle Gegner besiege, müsste ich, glaube ich, noch ein Herzteil bekommen. Also das Master Schwert ist einfach nur eine hammermega geile Waffe. Und zack, und schlägt und stehe. Ja, also es ist eindeutig stärker, logisch. Das war immer schon stärker als das normale Schwert, was man so vorher hat. Müsste doppelt so stark sein. Ja, das sind ganz schön viele Killer-Dekoraners hier unten. Yeah, da kann man quasi richtig schon mal das Master Schwert austesten. Dass man auch wirklich sieht, wie schön stark das ist. So, was machst du denn da oben? Komm runter. Wunderbar. Da müsste jetzt ein Herzteil drin sein, wenn ich mich noch richtig erinnere. Oh yes, und ich hatte recht. Sehr schön. Noch drei weitere, kriegen wir wieder ein zusätzliches Herz. Und ich muss auch sagen, die Pose sieht natürlich mit dem Master Schwert noch so viel besser aus, wenn das so geil weggesteckt wird. Also, boah, da geht mir jedes Mal ein ab. Das ist so Hammer. Ich sage, dieses Spiel kann man einfach nur lieben. Ich verstehe die Leute manchmal nicht, die immer so sagen, Twilight Princess ist gar nicht so ein gutes Zelda. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Absolut nicht. Das verstehe ich nicht. Immer gut, Meinungen gehen auseinander. Aber ganz ehrlich... Skyward Sword kommt dann das kommt da nicht ran. Sorry, ist so. Skyward Sword ist zwar auch ein ganz gutes Zelda, aber das kommt in meiner Augen echt nicht an dieses Spiel ran. Aber es ist immer so blöd, wenn man vergleicht sind zwischen den Zeldas eh doof und... Oh, Leute, ich habe 1000 Rubine, ich habe die Börse voll. So, ich muss jetzt hier raus. Sehr gut, dass ich das jetzt schon erledigt habe. Ein weiteres Herzteil und eine weitere Geisterseele. Könnte man theoretisch auch machen, wenn man das zweite Mal hierher kommt, aber glücklicherweise geht das halt jetzt schon. Jetzt haben wir nur ein Problem. Wenn wir hier weggehen, kommen wir auch ganz so schnell nicht mehr hierher, weil es gibt im Moment noch kein Portal zu diesem Ort. Noch nicht. Leider. Das ist echt schade. Später kommt hier noch eins. Wenn wir dann das zweite Mal hier sind, werden auch hier wieder diese Schattenwesen auftauchen und uns angreifen. Wenn wir die dann besiegen, kommt auch da oben am Himmel dann noch so ein Portal hin zum Warpen. Aber das haben sie absichtlich so gemacht, dass das erst beim zweiten Besuch geht. Also, das heißt, ja, mit, ne? So, was ist los, Link? Warpen! Und zwar, jetzt habe ich hier echt die freie Wahl. Und ihr seht das schon... Hier ist noch ein ganzes unbekanntes Gebiet, wo wir noch nicht waren. Und da oben auch. Und in diese zwei Gebiete werden wir später noch hinreisen müssen. So, das alles ist Ranael. Wird auch noch schön verdeutlicht, wie groß das Gebiet ist. Das ist alles Eldin. Das ist alles der Wald von Firone hier, der Wald drumherum. Und das ist alles Latuan. Ja, ich möchte jetzt eigentlich hier bitte wieder nach Hyrule-Stadt. Weil da ist nämlich... Ach so, eine Blödsinn, der Wolf war ja...
Nee, trotzdem. Erstmal Hyrule-Start. Erstmal in die Start. Obwohl, jetzt würde ich sowieso gerne den Part beenden. Super duper praktisch einfach nur. So, und jetzt bitte wieder zum Menschen werden. So, und ich glaube, eine Sache mache ich nur schnell. Es müsste jetzt nämlich, glaube ich, wieder der Postbote angelatscht kommen. Der kommt irgendwie immer, wenn man so einen Dungeon geschafft hat, kommt der Postbote. Link, wo bist du? Na, hab ich's doch gesagt. Der hier angetrabt kommt. Hallo Link, ich habe Post für dich. Hier steht auch der Absender. Thelma, sagt dir das etwas? Na klar, sagt mir das was, ich kenne die doch. Also, das wäre erledigt und ab die Post. Okay, den Brief lese ich jetzt noch ganz schnell vor. Mal sehen, was sie von uns... Ey, das ist so extrem, diese Barriere. Irgendjemand hat, als wir aus dem Schloss raus sind, eine magische Barriere um das Schloss geschaffen. Jetzt können wir da gar nicht mehr rein. Vor allem, die Barriere ist ja so mega riesig, die sieht man von so ziemlich jedem Ort in der Hyrule-Ebene aus, sieht man das jetzt. Also, Briefe. Wo sind die Briefe? Hier sind die Briefe. Warum hat uns Thelma wohl geschrieben? Dringend! Okay, es ist dringend. Hallo Link, im Moment befinden sich in meinem Laden einige Leute, die ich dir unbedingt vorstellen muss. Bitte komm so schnell du kannst. Meine Freunde werden sicher auch dir eine große Hilfe sein können. Also lass sie nicht zu lange warten. Wir treffen uns im Wirtshaus von Heilostadt. Thelma. Aha. Wer will uns da wohl kennenlernen? Na gut, das werden wir natürlich dann im nächsten Part herausfinden. Und jetzt können wir bedeutend mehr machen als zuvor. Jetzt können wir uns ja wirklich halbwegs frei bewegen. Und mit dem Greifhaken kann ich jetzt auch ein neues Minispiel zocken, was ich dann noch im nächsten Part gleich zu Beginn machen werde. Aber jetzt ist, wie gesagt, erstmal Schluss. Bis zum nächsten Part bei Twilight Princess HD mit dem geilen Master Schwert. Tschüss!